Blondes Haar, Strahlegrinsen und Hand in Hand mit Mama. Bei der Premiere von Armstrong, die abenteuerliche Reise einer Maus zum Mond, ist nicht etwa Eva Mona Rodekirchen der Star, sondern das Rampenlicht gebührt ganz ihrer niedlichen Tochter Martha. Die Neunjährige ist das Kind der GZSZ-Schauspielerin und von Musicaldarsteller Björn Geske. Im Dezember 2012 erblickt die kleine Martha das Licht der Welt. Ein Jahr später geben sich ihre Eltern das Ja-Wort. Trotz ihrer prominenten Eltern bekommen wir ihre Tochter allerdings kaum zu Gesicht. Nur diese Instagram-Aufnahme lässt erahnen, wie die Kleine wohl aussehen mag. Mit den Spekulationen um ihr Äußeres ist nun endlich Schluss. Mama Eva nimmt ihren Goldschatz nämlich mit auf den roten Teppich nach Berlin. Dass Martha die Tochter der Maren Seefeld-Darstellerin ist, ist dabei kaum zu übersehen. Die gleiche Haarfarbe, das gleiche Lächeln, die beiden sind unverkennbar aus demselben Holz geschnitzt. Mit cooler Ponyfrisur und Lederjacke macht die Neunjährige ihrer lässig gekleideten Mutter auch modisch schon ordentlich Konkurrenz. Ein wenig schüchtern ist die Promi-Tochter allerdings noch. Zum Glück ist Mama Eva aber zur Stelle und hält ihr ermutigend die Hand.